Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Edition Never Used One. Wir sind beim letzten Mal hier auf der Route 214 stehen geblieben, die Richtung Weideburg führt. Hier werden uns nur einige Trainerkämpfe erwarten. Aber was ich oft eher getan habe, ich habe mich noch mal ein bisschen rumgeguckt und geschaut, was man hier und in der Umgebung so fangen kann. Denn ich möchte so ziemlich bald unser fünftes Teammitglied im Team haben. Und ich habe mich dazu entschieden, ein Pokémon ins Team aufzunehmen, das man hier auf dieser Route fangen kann. Und bevor wir mit dem Trainer kämpfen weitermachen, ich habe doch keinen Schutz mehr an, oder? Nö, habe ich nicht. Deswegen will ich erstmal nach diesem Pokémon suchen. Es ist kein Honduster, aber auch schön zu wissen, dass man sie hier fangen kann. Ein Feuerunsicht-Pokémon, ziemlich guten Angriffswert hat es und kann speziell wie physisch bespielt werden und ist auch recht schnell, hat allerdings deutliche Schwächen in den Verteidigungswerten. Und da wir ohnehin ein Feuer-Pokémon schon im Team haben, brauchen wir Honduster nicht mit aufzunehmen. Pachirisu sollte vielleicht ein Level-Up erreichen. Jo, die geben ganz gute Erfahrungspunkte. Level 30. Sehr schön. Und wir schauen uns mal ein wenig um. Ich weiß nicht, ob die nur in einem speziellen Gras zu finden sind. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Schauen wir uns noch ein wenig um. Es ist auch kein Georock. Level 22. Eigentlich gar nicht möglich. Aber es ist ebenfalls ein Pokémon vom gleichen, auch von der gleichen Typkombination wie Georock. Und ich glaube, bei einigen sollte es dann schon klingeln, denn so viele Gesteinsboden-Pokémon kann man hier wohl wahrscheinlich nicht mehr fangen. Nein, ich möchte keinen Georock, auch kein männliches. Aber das kann Fischerle mal eben erledigen. Ich glaube, das geht nämlich gut. 500 Erfahrungspunkte oder sowas. Und die nehmen wir dann doch gerne mit. Schauen wir mal. Nur immerhin 440, auch nicht schlecht. Aber ich will ein anderes Pokémon. Schauen wir uns mal hier oben um. Die Höhle, das schauen wir uns auch noch hinterher an. Erstmal will ich das Pokémon finden. Und ich hoffe, es kommt jetzt bald. Vielleicht ist es auch nur hier anzutreffen. Und da haben wir es auch schon. Ein Rihorn. Level 21 männlich. Da wir schon drei weibliche haben, können wir mal gerne männliche Verstärkung gebrauchen. Hyperzahn müssen wir auf jeden Fall sehr gut wegstecken. Machen wir zwei, dreimal. Ein Furienschlag. Denn ich will auf jeden Fall ein Boden-Pokémon im Team haben. Mein erster Wunsch war Sandamer gewesen. Mein absolutes Lieblings-Pokémon. Allerdings hier im Platin nicht fangbar. Und deswegen wird Rihorn bzw. Rizoros später in unser Team aufgenommen. Zu Rihonior können wir es ja ohnehin nicht entwickeln. Erstmal aus dem Grund, weil wir eben mit dem Emulator spielen, mal wieder. Und zum anderen, weil Rihonior nicht mehr zu den Never-Use-Pokémon zählt. Dafür aber Rizoros. Und Rizoros hat für ein Never-Use-Pokémon dann doch ziemlich gute Werte, vor allem im KP und Angriffs- und Verteidigungsbereich. Und das hat mir den Anlass gegeben, Rizoros dann ins Team aufzunehmen. Entwickelt sich allerdings erst sehr spät, ich glaube Level 41 erst, also wird Rihorn erstmal eine Zeit lang so wie es ist im Team bleiben, aber es macht ja nichts. Wir müssen ihn irgendwie noch ein bisschen schwächen. Gesteinsattacken kann er glaube ich noch nicht, deswegen sollte Dreamy das hinkriegen. Was wollte ich sagen? Ja, auf jeden Fall ein Gesteinsboden-Pokémon, oder zumindest ein Boden-Pokémon, muss man einfach im Team haben. Ein Windstoß hält so hoffentlich noch aus.
Oder auch nicht. So ein Schieten-Dididor. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut. Okay, Windschloss war auch ein Spezialangriff. Da ist die Spezialverteidigung bei Rihorn ziemlich schlecht. Ich tue mal nach Duimi nach vorne. Oh, jetzt ist es ganz Nacht geworden. Holen wir uns erstmal das Item. Ein Magma-Isierer. Ein Item, das man Magma zum Tragen geben kann. Wenn man ihn dann tauscht, entwickelt sich Magma zu Magbrand. Die Weiterentwicklung ist ebenfalls erst zur vierten Edition dazu gekommen. Beziehungsweise zur vierten Generation. Einen Kleinstein brauchen wir nicht. Dann suchen wir mal wieder ein neues Rihorn. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, sonst schneidet es eventuell raus. Ich würde sagen, ein, zwei Pokémon warten wir noch eben ab. Ansonsten ein ganz kurzer Schnitt. Aber ich bin guter Dinge, dass Rihorn jetzt gleich auftaucht. Nein, ich brauche auch keinen Hunduster. Hier wird es auch gleich zackenduster, wenn kein Rihorn kommt. Bitte. Okay, ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Cut. Aber komm, einen Pokémon machen wir noch eben. Hier kann ich auch Megasauge einsetzen. Sollte wahrscheinlich sogar ausreichen. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, das sechste Team-Pokémon habe ich auch schon im Blickfeld. Es kann sein, dass ich meinen Plan diesbezüglich noch ändere, da wir dieses Pokémon erst relativ spät fangen können, nach dem sechsten Orden erst. Das kann auch sein, dass sich dieser Plan ändert. So, jetzt der letzte Versuch, sonst mache ich wirklich einen Schnitt. Okay, ich werde einen Schnitt machen. Und ich sage, bis gleich. So, zurück. Mit Flamara konnte man es dann doch ganz gut schwächen, zweimal bis. Viel besser kann man Rihorn wohl nicht schwächen, aber Rihorn scheint eine ziemlich hohe Fangrate zu haben. Ich werde es erstmal mit einem normalen Pokémon, Pokéball, probieren. Ich glaube aber nicht, dass das hält. Aber er scheint wirklich sich nicht so einfach einfangen zu lassen, deswegen müssen wir da auf jeden Fall auf Superbälle zurückgreifen. Denn du sollst Teammitglied Nummer 5 werden. 1, 2, 3 und... Willkommen im Team, Rihorn. Klasse, Rihorn wurde gefangen. Und auch für Rihorn wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Rihorn, der Stachler, Typ Bodengestein. Größe 1 Meter, Gewicht 115 Kilo. Seine mächtigen Tackles zerstören alles. Leider ist aber nicht das hellste Licht im Lampengeschäft. Oh, das war aber ganz schön gedisst. Ein Spitznamen, oh ja. Da der gute Yoshi. Ich hoffe, so hieß du doch, ne? Einer meiner wenigen Abonnenten in einem anderen Video mal den Vorschlag gebracht hat, die Teammitglieder nach Abonnenten zu benennen, mache ich das jetzt einfach mal. Und zum Glück ist es auch männlich. Ich hoffe, du bist auch männlich. Ansonsten, großes Sorry, aber du bist auf jeden Fall dann unser männliches Rihorn. Wo ist du nur mit H geschrieben? Mit SCH oder mit H? Ich weiß das gerade nicht. Tut mir leid. Ich glaube, du bist ohne C geschrieben, oder? Ist auch egal, du weißt, wer gemeint ist. Yoshi, willkommen im Team. So, und dann können wir uns erstmal unser neuestes Teammitglied Yoshi von der Box abholen. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt nicht gesondert trainieren, sondern ihm gleich den EP-Teiler geben. Denn wie schon gesagt, es erwarten uns noch viele Kämpfe auf dieser Route. Hier ist nicht das Pokémon Center. Hätte jetzt eigentlich auch hinfliegen können. Jetzt ist aber zu spät. Aber ich denke, die Kämpfe, die uns jetzt noch erwarten, wir können auch den Kampfhander vielleicht mal wieder benutzen. Denn viele Trainer auf dieser Route geben sehr viele Erfahrungspunkte.
Dann können wir Rimhorn vielleicht auch so noch ein wenig trainieren. Und dazu müssen wir jetzt natürlich einen unserer beiden VM-Sklaven ablegen. Na, Bidifas muss eigentlich dabei bleiben. Fliegen brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Können wir nur falls auch immer laufen. Tauschen wir es mit Rimhorn mit unserem Yoshi aus. Absetzen. Und den schauen wir uns auch einmal etwas genauer an. Vorher eben noch einmal heilen. Dann geben wir ihm den EP-Heiler zum Tragen. Vorher der beliebte Jingle. Und ich könnte auch mal das Pocket-Spiel umstellen. Denn das Itemrad da benutze ich jetzt nicht mehr so häufig. Genau diesen Bildschirm möchte ich gerne. Ach, Maus, geh weg. Danke. Du Yoshi. Level 21, 70 KP hast du schon, das ist ganz gut. Gesteinboden, Typ Gesteinboden, genau, Wesen zaghaft. Ich glaube, ist zaghaft ein neutrales Wesen. Oder erhöht zaghaft sogar den Spezialangriff, das wäre so ziemlich das beschissenste Wesen, was man dann aussuchen könnte. Aber das ist egal. Man sieht, KP 70 sehr gut, Angriff und Verteidigung im auch ebenfalls guten Bereich. Spezialangriff braucht Rimhorn nicht, Spezialverteidigung ist extrem schlecht, genauso wie die Initiative. Hat die Fähigkeit Steinhaupt, verhindert Schaden, der durch Rückstoß entsteht, wie zum Beispiel bei Bodycheck oder Risikotackle, wo man sich normalerweise auch Schaden selbst zufügt. Pokémon mit dieser Fähigkeit, da fällt das dann weg. Attacken, hast du Stampfer mit einer Stärke von 65, das ist schon mal nicht schlecht. Kugelschlag hasse ich, das kommt auf jeden Fall als erstes weg. Grimasse kann die Init vom Gegner stark senken und Rutenschlag die Verteidigung. Gut, das sollte für den Anfang erstmal reichen. Du kriegst jetzt den EP-Teiler. Wo haben wir den denn? Da haben wir den EP-Teiler. Kriegst du zum Tragen. So. Und dann kommt jetzt mal wieder Tafnet nach vorne. Und wir können die Route ein wenig weiter abgehen. Ja, diesmal steigen wir mal aufs Fahrrad. Auch wenn mir diese Fahrradmusik komplett auf den Geist geht. Zum Glück wechselt die Musik, sobald man das Gebiet wechselt. Aber ab hier werde ich wieder zu Fuß weitergehen. So, und vielleicht könnte ich Rimhorn sogar schon eine TM beibringen. Ich kann auch mal kurz hier gucken, was wir hier noch haben. Topschutz mal ganz nach vorne. Ganz nach oben. So, was haben wir denn hier Schönes? Kugelsaat? Nee. Lichtschild? Nee. Erdbeben könnten wir natürlich beibringen, aber das lernt es irgendwann von selbst. Deswegen wäre es eine TM-Verschwendung. Feuersturm brauchst du nicht. Ruheort. Ah, ich wollte ja eventuell noch ein weiteres Flug-Pokémon fangen, aber das habe ich jetzt momentan nicht geplant. Also Fokusstoß ist ja eh spezial. Das wäre Quatsch. Ableit-Tipp habe ich glaube ich auch schon geguckt, ob das jemand lernen kann. Schauen wir mal. Natürlich nicht. Dunkelklaue. Kann das jemand lernen? Ebenfalls nicht. Gegenstoß brauchen wir nicht. Tarnsteine. Strauchler. Nur eben gucken, ob das jemand lernen kann. Tafnet und Fischerle können das lernen. Eventuell für später mal eine Alternative, aber wir lassen es momentan erstmal sein und schauen uns jetzt die Höhle an. Denn da ist ja Ruimaniac, von dem der eine Psycho Anfang der Route erzählt hat. Da liegt erstmal ein Item. TM28 Schaufler, sehr schön. Das könnte mir zum Beispiel Flammara beibringen. Rimhorn natürlich auch, aber nee, ich glaube, das lassen wir auch erstmal sein. Wer bist du? Was machst du hier? Jeder nennt mich nur den Ruinmaniac. Aber mir ist es ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Fetzwand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du warum? Ich bin Ruinmaniac, der fasziniert von Inkognito ist.
Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns ein Wettrennen liefern würden? Du gehst los und fängst Inkognito und ich grabe hier weiter. Mal sehen, wer als erster fertig ist. Genau, diesen Typen hier muss man alle Inkognitos zeigen. Oder muss man sie nur fangen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Alle 26 Inkognitos muss man fangen und dann hat er bis zum Ende dieser Höhle gegraben. Und dort finden wir... Oh, hier kann man auch Pokémon fangen. Ich glaube Hippoteros, oder? Was kann man denn hier noch fangen? Das interessiert mich jetzt gerade. Denn ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass man hier Hippoteros fangen kann. Wird für uns zwar nicht in Frage kommen, aber trotzdem ein interessantes Pokémon. Ja, jedenfalls, wenn man alle 26 Inkognito gefangen hat, dann kriegen wir noch ein besonderes Item. Ich glaube... Soll ich es verraten? Ne, ich verrate es einfach mal nicht. Ich werde auf jeden Fall mal irgendwann off-air alle 26 Inkognitos fangen. Und dann mal hier zu dieser Höhle zurückkehren. Und dann werden wir mal sehen, was uns das Tolles gebracht hat. Vielleicht auch schon so ziemlich bald, wenn wir das eigentlich machen. Aber erstmal gehen wir weiter. Durchs hohe Gras, ohne einen Kampf. Das ist sehr schön. Ah, das ist ein weiterer Ruine-Maniac. Ich hoffe, der hat keine Gesteins-Pokémon dabei. Aha, ein Trainer. Ich fordere dich heraus, mit den von mir gefundenen Pokémon zu kämpfen. Ich hoffe, oder Bronzong hat er auch häufig. Bronzell natürlich. Und so ist es auch. Aber da haben wir mit Funkensprung eine ganz ordentliche Attacke gegen. Und ich denke mal, mit zwei Schlägen sollte es schon vorbei sein. Nee. Brauchen wir doch drei Stück, aber er ist paralysiert. Und greift mit Sondersensor an. Sollte nicht so viel abziehen, dank der guten Spezialverteidigung von Tafnut. Nochmal ein Funkensprung in your face, falls man das überhaupt Gesicht nennen kann. So ein kleiner schwebender Spiegel, oder was Bronzel auch darstellen soll. Gut, du bist schon mal weg. Und Yoshi kriegt jetzt natürlich immer die Hälfte der Erfahrungspunkte. Ein Kognodon hast du noch. Das hatte auch der erste Arenaleiter Fight bei sich. Da wechseln wir mal zu Fischerle. Der hat ja schon damals das Kognodon von Arenaleiter Fight besiegt. Er kennt sich so damit aus. Eine Aquaknarre würde auf jeden Fall überleben. Aber ich glaube nicht, dass Kognodon, auch wenn er einen... Wow, vielleicht sogar doch einen Schlag. Na gut, lassen wir das mal so stehen. Yoshi erhält schöne Erfahrungspunkte. Vielleicht können wir den ja einfach mal nach vorne tun, oder? Ich tue ihn einfach mal nach vorne und falls er nicht viel ausrichten kann, wechseln wir eben aus. Tafnut hat noch ein Item, ein Hyperheiler wieder. Der kann nicht schaden. Da unten ist noch ein Trainer. Und zu dem kommen wir nicht anders hin. Der steht da einfach mitten im Gras, falls du überhaupt ein Trainer bist, aber ich glaube schon. Wenn du dich so auffällig hin und her bewegst. Oh, ein Weehorn Level 24. Na toll. Jetzt haben wir hier ein Weehorn auf Level 21 gefangen. Och, ich will doch nur abhauen. Jetzt kann ich mal flüchten, ne? Und irgendwie sieht das Sprite von Rihorn etwas merkwürdig aus. Von hinten jetzt gesehen. Genau, und gegen dich kämpfen wir jetzt mal. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Norden, Norden und Norden. Alles klar. Mal schauen, was du hast. Ein Porygon. Level 27. Wir probieren es einfach mal. Auch wenn ich die Vermutung habe, dass Porygon gute Spezialattacken drauf hat. Erstmal setzt er Agilität ein, um seine Inne zu stärken, was völlig unnötig ist, weil er sowieso schon schneller als Rihorn ist. Wir hauen mal mit dem Stampfer drauf und schauen, wie viel es abzieht. Nicht viel. Da werden wir auf jeden Fall wechseln müssen. Ich würde sagen zu Fischerle. Unser Yoshi braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Training. Vielleicht werde ich das offline doch
oder off-air ein bisschen noch machen. Dass er zumindest so Level, na, 25, 26 zumindest hat. Magnetflug. Bodenattacken haben dadurch keine Wirkung, aber wir haben sowieso keine Bodenattacke momentan. So, der Hyperzahn macht doch schon mehr Schaden. Eine Aquaknarre zum Schluss oder auch nicht. Er setzt Genesung ein. Hätte ich eigentlich auch erahnen können. Vielleicht kriege ich nochmal einen Volltreffer oder so. Ja, hätte trotzdem nicht gereicht. Nochmal Hyperzahn. Hier kam Ziehstrahl. Und jetzt hat er, glaube ich, alle seine Attacken einmal durchprobiert. Und dann kann er jetzt in Ruhe mit gutem Gewissen sterben. Oh, Yoshi kriegt viel Erfahrungspunkte. Fischer so ein bisschen. Gut, Leute. Und mit einem Blick zur Uhr muss ich feststellen, dass es schon wieder bald Zeit für einen Cut ist. Ich denke, ich werde diese Chance nutzen, eben schnell ins Pokémon, wobei brauche ich noch gar nicht ins Pokémon Center zu gehen. Trotzdem werde ich diese Chance nutzen, einen Cut zu machen und Off-Air Rehorn ein wenig zu trainieren. Unseren guten Yoshi. Ich denke mal, so bis Level 25 werde ich das machen. Und wenn ich mit dem Off-Air-Training dann fertig bin, schalte ich euch wieder beim nächsten Part dann dazu. Ich bedanke mich jetzt erstmal wieder für euer Zusehen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal dann auch wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Platin Edition Never Used One. Bis dahin, macht es gut, macht euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Killer.